Dynamo TV wird präsentiert von Verticalis. Wo andere aufhören, fangen wir erst an. Wir sind der Spezialist für seilunterstützte Höhenarbeit, Industrieklettern und Höhenrettung. Für jeden Dachrinnenreinigungsdauerauftrag erhältst du 10% Rabatt. Zeige uns einfach deine Eintrittskarte, Dauerkarte oder deinen Dynamo-Mitgliedsausweis. Als Glückwunsch zum Sieg hier in Bochum. Wenn man dich beobachtet, du hast momentan wieder unheimlich viel Spaß am Fußball, oder? Ja, ich denke auch. Ich bin sehr froh, dass ich wieder spielen darf und dass ich der Mannschaft weiterhelfen kann. Ewig Glückwunsch zum Sieg hier in Bochum. War nicht ganz schön, aber effektiv. Beschreibt das so das Spiel heute? Ja, so wieder typisches Zweitligaspiel, denke ich. Wir machen Tor und wussten um die Stärken von Bochum, dass die Spieler sehr gut sind und gut in die Schnittstellen spielen, das haben sie in der zweiten Halbzeit gemacht. Wir haben versucht, alles reinzuwerfen, dagegen zu arbeiten. Und ja, klar, dass wir immer Chancen bekommen werden. Sicherlich ist es eine gute Mannschaft mit guten Einzelspielern. Aber wir haben dann ja mit Mann und Maus verteidigt und alles reingeworfen, dass wir kein Tor kriegen. Und ich denke, am Ende sicher glücklich gewonnen, aber 3 Punkte geholt. Ja, ich glaube, wir waren sehr kompakt, hatten einige Möglichkeiten, hätten vielleicht sogar 2 oder 3 Tore machen können. Und, ja, Männer, eigentlich 10-0 heute. Schubi, Glückwunsch zum Sieg hier in Bochum. Drittes Spiel zu 0 für dich. Die Spieler, deine Mitspieler sind nach dem Spiel zu dir gerannt, haben dich umarmt, geherzt. Ja, wie sehr freut es dich, dass wir heute wieder kein Gegentor gekriegt haben? Ja, sehr. Das haben wir der ganzen Mannschaft zu verdanken, dass wir das dritte Spiel zu 0 gespielt haben. Und ja, macht mich sehr froh, dass wir heute gewonnen haben. Ja, auf jeden Fall ein Riesenkompliment an Schubi, aber auch an unsere ganze Mannschaft, was wir abgeleistet haben, wie wir verteidigt haben. Und war schon echt stark heute. Ja, riesig. Also ich meine, er ist ein junger Torhüter, der sicherlich sich noch weiterentwickeln wird, aber ist jetzt schon in einigen Spielen sehr wichtig für uns gewesen und er wird seinen Weg gehen. Und ja, wir unterstützen ihn auf jeden Fall und helfen ihm, wo wir können. Bochum hat in der zweiten Halbzeit ordentlich Druck gemacht, hat euch wenig Raum gelassen, ihr habt wenig Befreiung gefunden, aber ihr seid ruhig geblieben und habt das 1-0 bis zum Ende gespielt. Ja, das stimmt, wir hatten nicht mehr so viele Aktionen nach vorne, aber wir sind trotzdem cool geblieben, weil wir auch die letzten Spiele sehr gut bestritten haben und das hat uns heute auch ausgezeichnet, dass wir gewonnen haben. Gerannt war heute die absolut starke Abwehrarbeit von euch. Woran liegt es, dass es jetzt so gut klappt und die ersten Spiele noch nicht ganz so? Ja, keine Ahnung. Ich denke, jeder hat begriffen, dass die zweite Liga auch harte Arbeit ist und viel kämpferisch ja, den Grundstein gelegt werden muss, um erfolgreich zu sein. Und ja, wenn ich die 3 Innenverteidiger sehe, die sich in jeden Ball hauen, das ist natürlich für uns wichtig. Aber wir sind dann auch da, um die zweiten Bälle zu gewinnen. Und ich denke, ja, wie gesagt, jeder ist für den anderen gerannt heute wieder. Und so muss es weitergehen in den nächsten Spielen. 4 Spiele in 11 Tagen, letzte Frage. 2. Sieg in 4 Tagen. Ja, wie schafft man das körperlich und wie bereitet ihr euch jetzt noch vor auf das letzte Spiel? Das nächste Spiel? Ja, wir regenerieren immer gut. Wir tun einiges dafür, dass unser Körper wieder bei 100% ist. Und wie man sieht, klappt das auch. Und deswegen gewinnen wir auch unsere Spiele. Ja, jetzt erstmal wieder Regeneration. Dann kommt Sonntag der nächste Gegner zu uns. Ist natürlich geil, dass wir in so kurzer Zeit viele Spiele haben und auch erfolgreich bestreiten können. Ja, man muss gut regenerieren, aber ich muss sagen, heute habe ich mich das erste Mal in der zweiten Halbzeit ein bisschen älter gefühlt als sonst. Und sicherlich auch damit geschuldet, dass ich jetzt jedes Spiel gespielt habe, ich meine in der kurzen Zeit. Und jetzt haben wir wieder ein bisschen länger Zeit zu regenerieren, ich glaube 4 Tage oder sogar 5. Und dann werden wir gut erholt sein, um dann gegen Fürth auch eine gute Partie zu zeigen. Danke dir, gute Heimfahrt und alles Gute für das Spiel.